Die Tür ging auf und Luz presste sich wie ein gefangenes Tier gegen die Wand. Als ein unbekanntes Mädchen hereinkam, war sie auf das Schlimmste gefasst. Das Mädchen war ziemlich kräftig gebaut, was durch übertrieben viele Kleiderschichten noch betont wurde. Ihr breites Gesicht wurde von kurzen braunen Locken umrahmt und sie hatte eine große rote Brille auf der Nase. Eigentlich wirkte sie ungefährlich, aber das Aussehen konnte leicht täuschen. Die Hände hatte sie hinter dem Rücken versteckt, was für Luz nach den Erfahrungen dieses ersten Tages nur hieß, dass sie ihr besser nicht trauen sollte. »Ich weiß, dass du dich ohne einen Erlaubnisschein nicht hier aufhalten darfst«, sagte das Mädchen. Ihr strenger Tonfall ließ darauf schließen, dass es ihr ernst war. »Ich weiß.« Der Ausdruck in den Augen des Mädchens bestätigte Luz' Verdacht, dass es in dieser Schule absolut unmöglich war, auch nur einen Moment lang irgendwo seine Ruhe zu haben. Sie setzte seufzend zu einer Entschuldigung an. »Ich wollte bloß, war doch nur Spaß.« Das Mädchen lachte, verdrehte die Augen und nahm eine entspannte Haltung an. »Hier, ich hab für dich etwas Shampoo geklaut«, sagte sie und zog die Hände hinter dem Rücken hervor. Sie hielt Luz zwei unschuldig aussehende Plastikfläschchen mit Shampoo und Pflegespülung hin. »Dann mal los, lass uns anfangen. Am besten, du setzt dich hier drauf.« Sie zog einen Klappstuhl zum Waschbecken. Ein seltsamer Laut, halb Wimmern, halb Lachen, kam über Luz' Lippen. »So hört sich wohl Erleichterung an«, dachte sie. Dieses Mädchen war einfach nur nett zu ihr, nicht nur vergleichsweise nett für die Schüler in einer Besserungsanstalt nämlich, sondern nett wie eine ganz normale Person. Aus keinem besonderen Grund. Dieser Schock war für Luz beinahe zu groß. »Danke«, brachte sie leise heraus, immer noch sehr vorsichtig. »Ach ja, und wahrscheinlich brauchst du auch was Neues zum Anziehen«, sagte das Mädchen. Sie musterte ihren schwarzen Sweater und zog ihn sich über den Kopf. Darunter kam noch einmal ein Exemplar von der gleichen Sorte zum Vorschein. »Was denn?«, fragte sie, als sie den überraschenden Ausdruck auf Luz' Gesicht sah. »Ich habe ein empfindliches Immunsystem. Ich muss viele Schichten übereinander tragen.« »Aber wirst du dann ohne den zurechtkommen?«, hörte Luz sich fragen, obwohl sie alles in der Welt getan hätte, um aus ihrem Sweater mit den Hackfleischkrümmeln und Bordspritzern herauszukommen. »Natürlich«, sagte das Mädchen. »Ich habe darunter noch drei weitere an. Und außerdem noch welche in meinem Schließfach. Du kannst das ruhig annehmen. Es schmerzt mich einfach zu sehr, wenn eine Vegetarierin mit Hackbraten in den Haaren und auf dem Sweater herumlaufen muss. Ich kann das nicht mit ansehen. Ich bin nämlich sehr sensibel.« Luz wunderte sich, wie das fremde Mädchen über ihre Essgewohnheiten Bescheid wissen konnte. Aber sie wunderte sich nicht nur darüber. Sie konnte nicht anders. Sie musste sie fragen. »Sag mal, warum bist du eigentlich so nett zu mir?« Das Mädchen lachte, seufzte und schüttelte den Kopf. »Nicht jeder auf das Sword and Cross ist D&B.« »Äh?« machte Luz. »Doof und beklockt. So nennen sie in der Stadt die Sword and Cross. Es gibt auch noch andere, weniger freundliche Namen für die Schule, aber die erspare ich dir lieber.« Luz lachte. »Ich wollte damit nur sagen, dass nicht alle hier komplette Idioten sind.« »Nur die meisten«, fragte Luz. Sie hatte nicht so negativ klingen wollen, aber der Vormittag war lang gewesen und sie hatte schon so viel durchgemacht und vielleicht nahm ihr dieses Mädchen nicht übel, wenn sie ein wenig sarkastisch war. Wieder erwartend lächelte sie. »Ganz genau, und sie bringen den Rest von uns in Verruf, das kann ich dir sagen.« Sie streckte die Hand aus. »Ich bin Pennyweather von Cycle Lockwood. Nenn mich einfach Penn.« »Okay«, sagte Luz, viel zu erschöpft und durcheinander, um beim Namen des Mädchens loszukichern, wie sie es in ihrem früheren Leben bestimmt getan hätte. Pennyweather von Cycle Lockwood klang wie ein Roman von Charles Dickens entsprungen. Einem Mädchen mit einem solchen Namen, das es fertig brachte, sich vorzustellen, ohne eine Miene zu verziehen, musste man einfach vertrauen. »Ich bin Lucinda Price.« »Und alle nennen dich Luz«, sagte Penn, »und du kommst von der Dover High School in New Hampshire.« »Woher weißt du das alles?« fragte Luz überrascht. »Gut geraten, was?« meinte Penn achselzuckend. »War nur Spaß.
Ich hab deinen Anmeldebogen gelesen. Ist sowas wie ein Hobby von mir. Luz starrte sie an. Vielleicht war sie mit ihrem positiven Urteil doch zu voreilig gewesen. Wie war Penn an ihren Anmeldebogen gelangt? Penn drehte den Wasserhahn auf. Als warmes Wasser kam, machte sie Luz ein Zeichen, den Kopf darunter zu halten. »Das ist nämlich folgendermaßen«, erklärte sie. »Ich bin nicht verrückt.« Sie zog Luz an den nassen Haaren hoch. »Keine einzige Straftat.« Sie drückte den Kopf wieder nach unten. »Ich bin die einzige Jugendliche hier an der Schule ohne Gerichtsbeschluss. Und du hast bis jetzt vielleicht noch nie darüber nachgedacht, aber ganz offiziell nicht verrückt zu sein, hat große Vorteile. Zum Beispiel halten sie nur mich für vertrauenswürdig genug, um Hilfsarbeiten im Schulbüro zu verrichten. Was nicht besonders schlau von ihnen ist. Auf diese Weise habe ich Zugang zu einer Menge vertraulicher Informationen. Aber wenn du nicht hier sein musst... »Wenn dein Vater der Gärtner ist, dann darfst du kostenlos die Schule besuchen. Und deshalb...« Penn führte den Satz nicht zu Ende. »Penns Vater war der Gärtner?« Luz wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass es hier überhaupt einen Gärtner gab, so wie es auf dem Schulgelände aussah. »Ich weiß, was du jetzt denkst«, sagte Penn, während sie Luz dabei half, die letzten Soßenreste aus dem Haar zu waschen. »Dass die Rasenflächen und alles drumherum ganz schön verwahrlost sind. Habe ich recht?« »Nein«, log Luz. Sie wollte sich unbedingt die Zuneigung dieses Mädchens erhalten. Ihr deutlich »Ich möchte deine Freundin sein« zu signalisieren, war ihr wichtiger, als den Eindruck zu erwecken, es würde sie auch nur im geringsten interessieren, wie oft der Rasen in der Sword and Cross gemäht wurde. »Ich finde es hier, eigentlich ganz hübsch.« »Mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben«, sagte Penn leise. »Sie haben es dann geschafft, mir den alten Schulleiter Odell als gesetzlichen Vormund vor die Nase zu setzen. Aber einen Ersatz für Dad als Gärtner haben sie nicht gefunden.« »Tut mir leid«, flüsterte Luz. Also gab es hier noch jemand, der wusste, was es hieß, einen schweren Verlust verkraften zu müssen. »Schon in Ordnung«, sagte Penn. »Ist eine wirklich gute Schule. Ich fühle mich richtig wohl.« Sie quetschte sich etwas Pflegespülung auf die Hand. Lus Kopf schoss hoch. Sie verspritzte im ganzen Raum Wasser. »Und du bist ganz sicher nicht verrückt?« fragte sie. »War nur Spaß. Ich hasse es hier. Das nervt alles total.« »Aber trotzdem willst du nicht von hier weg?« Lus hielt den Kopf schräg und blickte neugierig. Penn biss sich auf die Unterlippe. »Ich weiß, das klingt jetzt etwas seltsam. Aber selbst wenn das mit Odell nicht wäre, könnte ich nicht fort. Mein Dad liegt da drüben.« Sie deutete in Richtung Friedhof, wie Luz vermutete. »Er ist alles, was ich habe. Dann hast du vielleicht mehr als so manch andere an dieser Schule«, sagte Luz, die an Arian dachte. Sie erinnerte sich daran, wie Arian heute auf dem Schulhof nach ihrer Hand gegriffen hatte. Sie erinnerte sich an den flehenden Blick in ihren blauen Augen, als sie Luz das Versprechen abgenommen hatte, heute Abend noch bei ihr vorbeizuschauen. »Sie kommt schon wieder in Ordnung«, sagte Penn. »Es wäre nicht Montag, wenn ich Arian nach einem Anfall zur Krankenstation geschafft würde.« »Aber es war doch kein Anfall«, sagte Luz. »Das kam von dem elektronischen Armband. Ich hab's genau gesehen. Lauter Stromstöße.« »Wir haben hier an der Sword and Cross eine sehr breite Definition von Anfall. Deine neue Freundin, Molly, sie hatte eine Reihe berüchtigter Anfälle. Sie verkünden andauernd, Mollys Medikamente bald umstellen zu wollen. Hoffentlich bekommst du noch mindestens einen richtigen Ausraster von ihr mit, bevor sie es tun.« Penn schien sich wirklich gut auszukennen. Luz dachte kurz daran, sie zu fragen, was eigentlich mit Daniel los war. Aber ihr Interesse an ihm war so merkwürdig, so stark und vielschichtig, dass es wahrscheinlich am besten war, sie hielt es geheim. Zumindest so lange, bis sie selbst genauer wusste, was sie für ihn empfand. Sie spürte, wie Penns Hände ihre Haare ausverrangen. »So, das war's«, sagte Penn. »Ich glaube, jetzt bist du fleischlos.« Luz blickte in den Spiegel und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. Penn hatte recht. Von der Demütigung und dem Schmerz im rechten Fuß abgesehen, hatte die Auseinandersetzung mit Molly keinerlei Spuren hinterlassen.
»Ich bin nur froh, dass du jetzt kurze Haare hast«, sagte Penn. »Wenn sie noch so lang wären wie auf dem Foto in deiner Akte, wäre das eine viel mühseligere Sache geworden.« Luz starrte sie an. »Ich muss in Zukunft bei dir ziemlich aufpassen, was?« Penn hakte sich bei Luz unter und gemeinsam verließen sie die Mädchentoilette. »Sei immer auf meiner Seite, dann kann dir nichts Schlimmes passieren.« Luz blickte Penn erschrocken an, aber ihre Miene war unergründlich. »Du machst nur Spaß, oder?« fragte sie. Penn lächelte schon wieder. »Komm mit, wir müssen in den Unterricht. Bist du nicht froh, dass wir jetzt am Nachmittag alle Kurse gemeinsam haben?« Luz lachte. »Hörst du eigentlich irgendwann auf oder weißt du alles über mich?« »Bis aufs Weitere schon«, antwortete Penn und steuerte mit ihr durch die Halle zurück zu den Klassenzimmern. »Du wirst das bald zu schätzen lernen. Als Freundin bin ich nämlich unschlagbar.«